Lassen Sie uns doch nochmal, Sie haben ja auch schon das Wohnen, die Wohnsituation angesprochen. Es gibt ja Menschen, die seit 6 Jahren in diesen Gemeinschaftsunterkünften leben. Wenn es uns nicht mal gelingt, bezahlten Wohnraum, ich sage jetzt mal zum Beispiel in München zu finden, wie soll es denn diese Menschen schaffen, Frau Bayer-Müller? Was kann denn da getan werden? Also auch nochmal eine Betrachtung in die Vergangenheit. Es gab einige Kreise, die zu Beginn dieser Flüchtlingskrise tatsächlich auf das dezentrale Modell gesetzt haben und kleinere Einrichtungen angemietet haben, beziehungsweise auch die Gemeinschaftsunterkünfte nicht so groß waren. Und das ist tatsächlich ein Modell, das, wie der Herr Holt auch gerade schon benannt hat, eigentlich eines war, das sehr günstig war, weil es auch Konflikte vermeidet. Manche dieser kleineren Einheiten konnten dann auch in, sage jetzt einfach mal, Privatunterkünfte überführt werden. Das heißt, Wohnungen, die zunächst angemietet wurden und dezentral waren, wurden dann später tatsächlich auch an die Geflüchteten vermietet, wenn denn der Status sich verändert hatte. Und das war sicherlich eine gute Möglichkeit. Ich sehe es ähnlich. Die Ankerzentren in der ursprünglichen Form sind sicherlich sehr schwierig. Da hat Bayern aber eben genau mit den Verteilungsideen sozusagen auch im Schwäbischen sicherlich nochmal gegengewirkt. Aber glücklich ist diese Situation sicherlich nicht. Da gebe ich Ihnen recht. Und natürlich, wir haben gerade einen Wohnungsmarkt, der angespannt ist. Und das ist natürlich für diese Gruppe von Menschen dann durchaus auch noch schwieriger. Und in der Regel nur tatsächlich auch wiederum über persönliche Kontakte dann zu vermitteln. Wie ist es denn im Bereich Verständigung und Sprache, Frau Steiger? Werden da genügend Sprachkurse angeboten? Sie sind ja an der, ja, Sie sind direkt an den Menschen dran. Was erfahren Sie da? Es kommt darauf an, also in der Zeit, in der ich aktiv noch in der IHK auch Azubis vermittelt habe, gab es sehr, sehr viele Sprachkurse natürlich für die anerkannten jungen Menschen. Jetzt im Moment vermisse ich durchaus auch, sagen wir mal, ein größeres Angebot, um zum Beispiel einen B1-Test sehr schnell auch machen zu können. Corona hat natürlich auch dazu beigetragen, jetzt die ganze Zeit, dass viele junge Menschen ihren Sprachtest, ihr Zertifikat gar nicht machen konnten, obwohl sie es wollten. Hier erfahre ich aber immer wieder auch, dass unglaublich viele Ehrenamtliche nach wie vor auch Nachhilfe geben, also auch Deutschkurse, aber auch in Mathe und so weiter, weil ich habe ja immer den Fokus auf die Ausbildung. Und wie soll ein junger Mensch, der noch vor 5, 6 Jahren in Afghanistan oder in Afrika oder sonst wo war auf der Welt, eine Ausbildung schaffen, die bei uns wirklich sehr anspruchsvoll ist oder sind? Und da gibt es eine große Unterstützung auch vom Ehrenamt, aber auch ein ganz tolles Angebot von den Arbeitsagenturen. Das muss ich wirklich sagen. Diese ganzen ABH-Maßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen oder assistierte Ausbildungen, es gibt ein unglaubliches Angebot. Nur, das Problem ist, dass in vielen Branchen einfach der junge Mensch gar nicht dieses annehmen kann, weil er vielleicht auf Montage mit eingesetzt ist als Azubi oder weil er halt im Einzelhandel beschäftigt ist oder in der Gastronomie. Also da wünsche ich mir noch mehr Flexibilität, zum Beispiel auch samstags und sonntags, so wie das die Ehrenamtlichen halt auch machen. Herr Holt, ohne einen Angriff auf unser System, aber ich habe ja manchmal das Gefühl, dass diese Bürokratie mit all den Schriftsätzen, die man so im Briefkasten findet, uns selber irgendwo im Weg steht. Ich habe jetzt wirklich eine Geschichte gehört von einer Bekannten, die auch an der Basis ist. Es gab ja eine Einmalzahlung von 50 Euro, ebenso auch an Hartz-IV-Empfänger und so auch an die Flüchtenden. Begleitet von einem 6-seitigen Schreiben, was nicht mal wir verstehen wahrscheinlich, in einem Deutsch. Ich frage mich dann in dem Moment, okay, muss das alles sein? Stehen wir uns vielleicht so ein bisschen selbst im Weg mit all dieser Bürokratie? Also da muss ich auch wieder sagen, ohne die ehrenamtlichen Helfer, die da den Flüchtenden unter die Arme greifen, die ihnen helfen, sowas zu übersetzen oder die ihnen klar machen, was mit so einem Schreiben zu tun ist,
wären wirklich so gut wie alle aufgeschmissen. Zumal sehr oft natürlich von den Behörden gar nicht, sagen wir mal, die Aufklärung und die Hilfe bekommen können, weil das der Sachbearbeiter auch gar nicht leisten kann, dass er jedem dann seinen Bescheid noch bis ins Letzte erklärt. Also das ist, da ist wiederum das Ehrenamt Gold wert. Aber das Thema, das Sie ansprechen, ich meine, das wäre auf jeden Fall Grund genug für einen eigenen Abend, weil diese überbordende Bürokratie, ja, da stehen wir uns dauernd selber im Weg. Ich halte es aber für kein spezifisches Problem jetzt im Ausländerwesen oder im Asylverfahren. Das ist überall bei uns so. Wo immer Sie schauen, da ist auch die Technik teilweise mit schuld. Früher musste man Dinge irgendwo in eine Schreibmaschine hämmern und da hat man sich dreimal überlegt, ob jetzt der Bescheid 2 oder 12 Seiten hat. Heute wird einfach vorsichtshalber alles mal irgendwie reingeschrieben. Das ist ja schon, wenn Sie einen Steuerbescheid bekommen, dann steht auf der ersten Seite stehen die Zahlen, die Sie interessieren, und dahinter sind 7 Seiten klein gedruckt. Also das ist tatsächlich ein Problem und ich halte es für eine ganz wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, natürlich vor allem schon eine Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass wir unsere Sprache wieder vereinfachen. Die Sprache im Umgang mit dem Bürger und dass wir tatsächlich auch versuchen, knapper zu sein. Ich meine, da rennen sie bei mir halt offene Türen ein. Ich habe das bei der Justiz ja immer schon erlebt. Da gab es viele Richterkollegen, die wunderbar, herrlich Urteile begründen konnten, aber 2 Stunden geredet haben. Also so wie ich jetzt wieder zu lange rede. Und die Kunst ist natürlich tatsächlich, dem Laien das Urteil in 3 bis 4 Minuten zu erklären. Gut, das landet man eher im Fernsehen als bei der Justiz, ehrlich gesagt, wo man keine Zeit hat. Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein Wert, den wir wieder höher halten müssen. Die Prägnanz, eigentlich die Prägnanz im Formulieren und auch im Begründen. Da machen wir mal ein eigenes Thema, Herr Holt. Ich sehe das schon. Schön aufschreiben und notieren.